Heute gibt es einen leckeren Lotus-Cheesecake. Einen etwas anderen Lotus-Cheesecake findet ihr bereits seit längerem auf meinem Blog sowie auf Instagram. Die heutige Variante habe ich leicht abgeändert und anders dekoriert. Der Cheesecake ist unheimlich lecker und mega cremig, also an alle Lotus-Fans unbedingt ausprobieren. Legen wir sofort los mit den Zutaten. Wir fangen mit dem Boden an. Für den Keksboden brauchen wir geschmolzene Butter sowie zerbröselte Lotuskekse. Dafür die zwei Zutaten zu einer Masse verarbeiten. In der Zeit könnt ihr den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Springform mit Backpapier auslegen, gegebenenfalls etwas einfetten. Auf Wunsch könnt ihr die Ränder mit Alufoliestreifen einschlagen, denn dieser Schritt sorgt dafür, dass die Ränder beim Backen weiß, also hell bleiben. Die Keksmasse dann in die Springform geben und schön festdrücken. Das könnt ihr mit einem Löffel, mit euren Händen oder zum Beispiel mit der Rückseite von einem Glas machen. Den Boden dann für ca. 10 bis 15 Minuten vorbacken und dann kurz auskühlen lassen. Dann in einen Backofen geeigneten Behälter Wasser füllen und diese dann in den Backofen auf dem Boden legen. Denn dieser Schritt sorgt dafür, dass der Kuchen nicht reißt. Für den Belag brauchen wir Quark, Öl, Eier, Vanilleextrakt, Zucker, Vanillepuddingpulver oder Speisestärke und etwas von der Lotuscreme. Dafür den Quark, Zucker, Vanilleextrakt, Puddingpulver oder Speisestärke, Lotuscreme und Öl sehr gut miteinander verrühren. Das könnt ihr mit dem Handmixer oder zum Beispiel wie ich in der Küchenmaschine machen. Falls ihr Speisestärke benutzt, verwendet bitte unbedingt etwas Vanilleextrakt oder Vanillezucker. Nun die Eier nach und nach einrühren. Ups, bei mir sind zwei Eier auf einmal hineingerutscht. Die Käsekuchenmasse müsste jetzt eine leicht flüssige Konsistenz haben, also nicht zu dickflüssig und auch nicht zu flüssig. Den Belag in die Springform füllen und dann im Backofen weitere 60 Minuten backen. Nach dem Ausbacken den Ofen ausschalten und die Backofentür halb öffnen und den Käsekuchen darin mindestens 30 Minuten ruhen lassen. Dann für mindestens 4 Stunden oder über Nacht im Kühlschrank auskühlen lassen. Nach der Kühlzeit könnt ihr den Käsekuchen mit geschmolzener Lotuscreme, Lotuskeksen und eventuell Blaubeeren dekorieren. Die Lotuscreme könnt ihr in der Mikrowelle oder im Wasserbad zum Schmelzen bringen. Ihr seht, mein Käsekuchen ist gerissen. Das ist mir wirklich so zum ersten Mal passiert, denn ich habe wirklich vergessen, eine Schale mit Wasser in den Ofen zu stellen. Und ja, ich habe das wirklich noch nie vergessen. Also ich lege immer eine Schale Wasser mit in den Ofen, aber diesmal habe ich es vergessen. Kann passieren, ist nicht schlimm. Da kommt eh die Deko drauf und dann sieht man es eh nicht, aber ja. Das kann euch auf jeden Fall passieren, das ist der Beweis. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum meine Ränder braun geworden sind und nicht hell geblieben sind. Schließlich habe ich euch am Anfang den Tipp gegeben und meine Springform mit Alufoliestreifen gewickelt. Doch während dem Backen haben sich die Alufoliestreifen von der Springform gelöst, sodass die Springform keine Alufolie-Umrandung mehr hatte. Also bitte gut befestigen. Mir ist, um ehrlich zu sein, noch nie so vieles bei einem Rezept misslungen. Ich glaube, heute war einfach nicht mein Tag. Eigentlich wollte ich den Kuchen nochmal backen, um euch das Ergebnis so zu zeigen, wie ich es mir am Anfang vorgestellt hatte, doch dann fand ich den Kuchen optisch so schön mit dem braunen Rand, sodass ich mich dazu entschieden habe, trotz den kleinen Missglücken euch das entstandene Ergebnis zu zeigen. Jedenfalls schmeckt der Käsekuchen unheimlich lecker, also probiert es unbedingt aus. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken und wir sehen uns im nächsten Video.